Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass man sein Unternehmen besser mit Zahlen, Daten und Fakten steuert, als nur mit reinem Bauchgefühl. Das gilt auch für die unternehmerischen Abläufe, die Prozesse, die betrieblichen Abläufe. Und wussten Sie, dass Sie mit nur 3 Kennzahlen, die Sie relativ leicht erheben können und denen ich Ihnen in diesem Video zeige, wie das funktioniert, schon in der Lage sind, massive Verbesserungen herbeizuführen? Welche 3 Kennzahlen das sind, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Hallo, mein Name ist Axel Schröder, ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung aus dem schönen Bayreuth. Mit nur 3 Kennzahlen, die Sie brauchen, haben Sie bereits eine Grundlage, um Ihre betrieblichen Abläufe wirklich ordentlich steuern zu können. Und welche 3 Kennzahlen das sind, werde ich Ihnen jetzt in diesem Video genau erläutern. Und am Ende von diesem Video zeige ich Ihnen sogar noch eine Bonuskennzahl, die Sie aus den bevorigen einfach mit ableiten können, die Ihnen aber ganz, ganz viel über Ihre Performance und über Ihre Leistungsfähigkeit von Ihren Prozessen sagt. Welche 3 Kennzahlen meine ich damit? Erstens, die Frage nach dem Volumen. Also, wie oft kommt etwas vor? Wie oft machen wir etwas? Zum Beispiel, wie viele Angebote versenden wir pro Jahr? Das ist eine der ganz großen ersten Kennzahlen, die man auf einer Prozesslandkarte, wer sich über Prozesslandkarten genau informieren möchte, haben wir hier ein extra Video für Sie erstellt, was man in seiner Prozesslandkarte auf jeden Fall mit ranpacken kann. Wie oft kommt dieser Prozess tatsächlich vor? Wie viele Angebote erstellen wir zum Beispiel? Wie viele Rechnungen werden geschrieben? Wie viele Aufträge bekommen wir? Das sind alles Fragen nach dem Volumen, also wie oft. Und diese Zahlen bekommen Sie üblicherweise sehr einfach aus Ihrem Warenwirtschaftsprogramm. Also gerade die Anzahl der versendeten Angebote oder erstellten Angebote oder auch die Anzahl der Rechnungen, die Sie erstellen und an Ihre Kunden versenden, diese Zahlen bekommen Sie aus dem Warenwirtschaftsprogramm. Sie sollten also relativ einfach zu ermitteln sein. Aber damit haben Sie schon eine super Grundlage, um zu gucken, was passiert denn eigentlich überhaupt. Schreiben wir jetzt viel, viel mehr Rechnungen, aber der Rechnungsbetrag ist einfach kleiner, oder haben wir weniger Rechnungen geschrieben, dafür ist der Rechnungsbetrag einfach höher. Das, was man im Einzelhandel so als klassischen Bonschnitt zum Beispiel versteht, ist auch damit ein wesentliches Erkennungskriterium, wo die Reise hingeht. Denn wenn Ihre Rechnungsbeträge immer kleiner werden, Sie aber immer mehr Rechnungen schreiben müssen, dann ist es ganz klar, brauchen Sie irgendwann mal mehr Kapazitäten an Mitarbeitern, die diese Rechnungen auch erstellen. Und damit werden Sie auch wieder in dem Zugzwang, sich darüber nachzudenken, brauchen wir neue Arbeitsplätze, brauchen wir neue Lizenzen für unsere Software und Ähnliches. Zweitens, welche Kennzahl ist die nächste, die ganz, ganz wichtig ist? Die Durchlaufzeit. Wie lange dauert es von es wäre möglich zu bearbeiten bis es ist fertig? Das ist nicht zu verwechseln mit der Bearbeitungszeit, sondern da sind in der Durchlaufzeit alle Liege- und Wartezeiten auch mit drin enthalten. Was bedeutet es? Ein Kunde meldet sich bei Ihnen über einen bestimmten Kanal, sei es am Telefon oder per E-Mail, dass er Interesse an Ihren Produkten hat und dass er gerne ein Angebot möchte. Damit startet Ihr Prozess der Angeboterstellung. Der Kunde hat sich gemeldet, Sie können jetzt loslegen, Ihr Angebot zu erstellen. Vielleicht brauchen Sie noch Informationen vom Kunden, Rückfragen auf, was Ähnliches. Alles gut, aber es startet damit, der Kunde hat sich gemeldet. Startpunkt. Was ist das Ende von dem Prozess? Das Angebot ist versendet. Der Kunde hat sein Angebot erhalten. Das ist der Endpunkt. Und der Zeitpunkt zwischen Start und zwischen Ende ist die sogenannte Durchlaufzeit. Das ist eine ganz wichtige Größenordnung, denn oft sehen wir vollgestapelte Schreibtische. Die Mitarbeiter wissen gar nicht mehr genau, was als nächstes dran kommt, was vielleicht schon länger warten muss oder was vielleicht sogar schon irgendwo vergessen worden ist und sozusagen durchgerutscht ist. Das klassische, es ist durchgerutscht. Kann man alles vermeiden, wenn wir die Durchlaufzeit im Griff haben. Große Frage ist, wie berechne ich die Durchlaufzeit? Das ist doch ewig schwierig, muss ich da Messungen machen und Ähnliches sagen. Wie bekomme ich das hin? Auch dafür gibt es einen relativ einfachen Trick. Wenn Sie zum Beispiel aus Ihrem Warenwirtschaftsprogramm ermittelt haben, wie viele Rechnungen Sie pro Jahr in Summe in der Vergangenheit erstellt haben. Zum Beispiel, wenn Sie als größerer Handwerksbetrieb entsprechend 2500 Angebote im Jahr an Ihre Kunden versendet haben. Natürlich wurde nicht jedes Angebot sofort zu einem Auftrag, aber Sie haben eigentlich, wenn Sie 250 Werktage annehmen, ungefähr 10 Angebote pro Tag an Ihren Kunden versendet. Das ist der sogenannte Durchsatz. 10 Angebote pro Kunde kriegen pro Tag raus. Und jetzt gehen Sie durch Ihren Betrieb und zählen einfach mal, wie viele offene Sachverhalte liegen auf den Schreibtischen rum.
Das machen sie ein paar Mal. Entsprechend, das nennt man Snapshot oder eine Stichprobe einfach ziehen. Das heißt, sie gehen einmal durch den Betrieb, fragen ihre Mitarbeiter, wie viele offene und unbearbeitete Anfragen sind denn eigentlich da, die wir zu Angeboten machen müssten. Und nehmen wir mal an, da kommen jetzt vielleicht 50 raus. Es gibt 50 unbearbeitete Anfragen, die noch ein Angebot erstellt werden muss. Jetzt wissen Sie aber, dass Sie 10 Angebote am Tag schaffen und 50 offene liegen auf den Schreibtischen rum. Das heißt, wir teilen die 50 offenen Angebote durch die 10, die Sie pro Tag schaffen, kommen 5 dabei raus. Das heißt, Ihr Angebot dauert durchschnittlich 5 Tage Durchlaufzeit, bis es versendet worden ist. Auf die Art und Weise kann man durch den Durchsatz und durch die historischen Daten, die aus Ihrem Warenwirtschaftsprogramm meistens immer vorhanden sind, sehr, sehr gut die Durchlaufzeit wirklich entsprechend ermitteln. Dritte Kennzahl, die Sie auf jeden Fall mit beachten sollten, ist die Bearbeitungszeit. Also wie lange arbeitet wirklich ein Mitarbeiter an dem Thema, um etwas abzuschließen? Sehen wir wieder das Beispiel mit der Angebotserstellung. Da kommt jetzt das Angebot entsprechend rein. Die Anfrage vom Kunden, Sie überlegen sich, was der Kunde wirklich braucht, stellen es zusammen, machen entsprechend in Ihrem Warenwirtschaftsprogramm das Angebot und senden es raus. Die Bearbeitungszeit dauert zum Beispiel eine Stunde. Also es dauert immer ungefähr eine Stunde, bis der Mitarbeiter so etwas getan hat. Jetzt können Sie hochrechnen mit dieser einen Stunde Bearbeitungsdauer, wie viel Mitarbeiterkapazität muss ich eigentlich pro Jahr wirklich bereitstellen, damit ich eben das auch bewältigen kann. Das heißt, wenn wir die 2500 aus dem vorgehenden Beispiel wieder nehmen, mal eine Stunde, sind es 2500 Arbeitsstunden pro Jahr. Der durchschnittliche Mitarbeiter ist ungefähr so 1650 bis 1750 Stunden im Jahr in etwa anwesend, mit dem er arbeitet. Das heißt, Sie brauchen mehr als einen Mitarbeiter, um tatsächlich diese ganze Angebotsflut entsprechend bewältigen zu können. Die Bearbeitungszeit, wie finde ich die raus? Da geht es wirklich darum, dass man sich mal mit Stichproben, mit der Stoppuhr nebendran stellt und einfach mal ein paar Momentaufnahmen macht. Und da gibt es auch wieder eine Größenordnung, wenn Sie 5 Stichproben nehmen und dort Zeitstempel quasi haben. Es hat mal eine Stunde 5 gedauert, es hat vielleicht nur 55 Minuten gedauert, vielleicht auch nur mal 45 Minuten und dafür auch mal eine Stunde 20. Wenn Sie also 5 solche Zeitwerte haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ihre Angebote sich in dem Wert vom niedrigsten, also eine Dreiviertelstunde zum Beispiel, und dem höchsten, wie eine Stunde 20 bewegen, ist bei deutlich über 90%. Das heißt, Sie brauchen gar keinen großen mathematischen Aufwand betreiben. Nehmen Sie 5, 8, 10 Stichproben, reicht völlig aus, damit Sie ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie lange wirklich die Bearbeitungszeiten sind. Das war also der dritte wichtige Punkt. Und damit vielleicht noch als kleiner Einschub, was bedeutet wirklich messen? Also messen heißt ja nicht abzählen. Messen versteht man nicht unter Abzählen, sondern messen ist wirklich nur, Sie nehmen eine Stichprobe, Sie nehmen einen Messwert, der gut genug ist, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können. Kurzer Exkurs, die Bonuskennzahl kommt übrigens noch, bleiben Sie also auf jeden Fall dran. Kurzer Exkurs, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Bergsee haben und ein Biologe möchte wissen, ob die Population der Forellen in diesem Bergsee noch stabil ist, dann kann er natürlich diesen See leer pumpen und alle Forellen abzählen. Das wäre natürlich eine ziemlich unnütze und unsinnige Aufgabe entsprechend zu tun. Man macht es deutlich cleverer, sondern man nimmt eine Stichprobe aus dem Bestand dieser Forellen. Die Fische werden markiert, werden wieder schön schwimmen gelassen. Die schwimmen ein paar Wochen durch die Gegend, vermischen sich mit den unmarkierten und es gibt eine zweite Stichprobe. Und aus dem Verhältnis von markierten Fischen zu unmarkierten Fischen kann der Biologe errechnen, wie gut die Population ist, wie viele Exemplare in diesem Bergsee leben. Viel, viel smarter, viel, viel einfacher. Und damit auch bei Ihnen wieder als Grundsatz, messen heißt nicht abzählen. Wenn Sie Stichproben im Unternehmen nehmen, um wirklich Kennzahlen zu erheben, ist das meistens völlig ausreichend und Sie haben einen viel, viel besseren Wert als Ihr Bauchgefühl. Und jetzt komme ich noch auf jeden Fall zu unserer Bonuskennzahl. Wir hatten das Beispiel mit der Bearbeitungszeit von einer Stunde. Nehmen wir jetzt an, eine Woche, eine Woche hat 168 Stunden Dauer, also 7 Tage die Woche mal 24 sind 168. Wenn Sie jetzt das Verhältnis von Bearbeitungszeit zu Durchlaufzeit nehmen, dann kommen Sie eben auf die sogenannte Prozesseffizienz. Auch eine ganz, ganz wichtige Kennzahl und meistens ist die völlig ernüchternd. Wenn Sie das erste Mal machen, wenn Sie eine Stunde Bearbeitungszeit haben für ein Angebot und Sie brauchen eine Woche, bis es rausgeschickt worden ist, ist Ihre Prozesseffizienz geringer als 1%. Wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen 2 Stunden pro Angebot und brauchen nur eine Woche, bis es raus ist, dann ist es eben gerade mal so ungefähr 1% geworden. Viel ist es nicht. Auf jeden Fall aus den 3 Kennzahlen Volumen,
Und Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit können Sie schon die richtigen guten Messkriterien erstellen, um Ihr Unternehmen und Ihre betrieblichen Abläufe wirklich gut zu steuern und zu erkennen, habe ich an dieser Stelle in dem betrieblichen Ablauf echt ein Problem, muss ich da einfach tiefer graben, müssen wir da mit Verbesserungen wirklich rangehen oder läuft es eigentlich ganz okay. Das waren die Tipps und wenn Sie am Laufenden bleiben sollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Denn damit haben wir auf jeden Fall immer die Gewissheit, dass Sie sofort informiert werden, wenn die neuesten Videos online sind. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.